Hallo und herzlich willkommen bei Lotus am Ring. Ich stelle Ihnen heute den Lotus Elise 240 Final Edition vor. Wie im vorherigen Video bereits erwähnt, die letzte Baureihe, auch jetzt der Lotus Elise, die dieses Jahr vom Band läuft. In dem Fall haben wir 240 PS und etwas über 240 Newtonmeter. Normalerweise kommt das Auto direkt mit Stoffverdeck, sodass man wirklich als klassischen Roadster super jetzt in der aktuellen Sommerzeit auf den Landstraßen ausführen kann. Hier haben wir jetzt bei dem Fahrzeug in der Konfiguration bereits einen Hardtop montiert, wenn man das Auto auch zum Beispiel das ganze Jahr nutzen möchte oder eben ja, das feste Verdeck doch bevorzugt. Die Elise hat genauso wie alle anderen Modelle der Final Edition Baureihe direkt Schmiedefelgen montiert ab Werk serienmäßig dabei. Der größte Vorteil von einem solchen Rad ist natürlich der Gewichtsvorteil an der rotierenden Masse. Wenn man jetzt bei der Elise das vergleicht mit dem Vorgängermodell und dem Alugussrad, ist, wenn man den gesamten Felgensatz zusammennimmt, der Gewichtsvorteil etwa 5 Kilo. Das macht da dann schon einiges aus. Hier haben wir das Herzstück der Lotus Elise, den Motor. Das ist in der Basis ein 1,8 Liter Toyota Motor mit Kompressor aufgeladen. Der schöne Vorteil beim Lotus ist, dass wir ein Ladeluftkühlsystem serienmäßig verbaut haben, was dann auch wirklich, wenn es draußen hohe Temperaturen hat, trotzdem seine Leistung eben entsprechend abliefert. In der Front befindet sich dazu der Wärmetauscher, ja, und ein separater Wasserkreislauf. Die Final Edition, egal ob Elise oder Exige, gibt es natürlich wie jedes andere Fahrzeug auch in verschiedenen Farben. Aktuell haben wir hier das Fahrzeug in Grau Metallic. Es gibt aber auch klassische Heritage-Farbtöne, wo wir das Heritage New Essex Blue zum Beispiel haben oder das British Racing Green als Heritage-Farbton. Im Innenraum ist die Lotus Elise Final Edition sehr, sehr ähnlich aufgebaut wie die Exige 93 Final Edition, die wir in unserem anderen Video schon vorgestellt haben. Das heißt, die wesentlichen Punkte, abgeflachtes Lenkrad und TFT-Display. Das war es diesmal von uns zum Elise 240 und wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, Sie in unserem Autohaus begrüßen zu dürfen. Bis dahin,